Wo siehst du die Benefits für deine Nachwuchsspieler? Die spielen ja alle, sind sehr feldorientiert. Mhm. Was bringt der Futsal für diese Spieler? Naja, es bringt sehr viel, denn im Futsal hast du, sind halt in, auf dem kleinen Feld in kurzer Zeit, also 40 Minuten, was das Spiel dauert, für jeden einzelnen Spieler viel mehr Aktionen, Ballaktionen, 1 gegen 1 Aktionen. Und gerade in diesem Bereich können unsere U18-Spieler, die meisten, die hier gespielt sind, sind U17-Spieler noch, die können da richtig gut profitieren davon und ja, einfach sich dann noch im individualtaktischen Verhalten zu verbessern, weil eigentlich ausschließlich fast alles, was hier im Futsal passiert, kann man mit aufs Spielfeld nehmen, aufs große Feld nehmen. Ein paar Kleinigkeiten, Flying Keeper oder so, sind vielleicht Situationen, die dann im großen Fußball weniger vorkommen, aber das kommt auch hier in der zweiten Liga kaum vor. Und ich bin im Großen und Ganzen wirklich erstens mal zufrieden, dass wir es geschafft haben, hier bei diesem Projekt wieder mitzumachen. Vor Jahren waren wir schon mal dabei und dass uns der Akademieleiter das jetzt ermöglicht hat, der Didi Begam. Und ich hoffe natürlich, dass wir noch unsere Lehren ziehen und dann schon auch wieder Spiele liefern, wo wir besser auftreten als heute. Ja, da war es einfach so, dass der Samuel Nohanovic einfach uns einfach die Grenzen aufgezeigt hat. Eine Klasse für sich. Ja, muss man wirklich sagen. Also ich habe vor dem Spiel noch gewarnt vor ihm, weil ich ihn natürlich schon kannte. Und auch vom Trainerkurs, vom letzten Futsal-C-Diplom, wo er Teilnehmer war, da habe ich auch noch mal besser kennengelernt und gewarnt. Und dann hat das Spiel, glaube ich, gerade mal 20 Sekunden gedauert und der Stand 1:0 und der Torschütze war der Samir. Also der war auf jeden Fall für uns eine Nummer zu groß heute.